sind und dass sie nie etwas anderes sein werden. Und er sagte auch, Minks würde dafür sorgen, dass sie ausgestattet werden mit all dem Hass und der Bösartigkeit, die sie brauchen. Damit sie das Leben für meine Familie zur Hölle machen. Nun, es hat nicht ganz so geklappt. Sie haben versagt, nicht wahr? Sie haben versagt. Nämlich, als wir alles herausfanden, die ganzen schmutzigen Einzelheiten über Ihre Affäre mit Sophia, stellten sich meine Kinder glücklicherweise hinter mich. Sie waren gegen Sie und Ihre Mutter. Die ganze Gemeinschaft wird sich für das, was Sie getan haben, verdammt. Und sollten Ihnen noch irgendwelche Freunde geblieben sein, werden Sie sich gegen Sie wenden. Aber wissen Sie, am meisten tun mir Ihr Sohn und Ihre Tochter leid. Weil ich die Qualen kenne, die sie in den kommenden Tagen erleiden müssen. Und sicherlich wird Augusta sie verlassen. Und sie werden alt werden und sich nach jemandem sehnen, den sie lieben. Aber sie werden sie niemals wiederfinden. Sie werden von Frau zu Frau gehen. Sie enden mit Sicherheit als einsamer, ungeliebter Mann. Ich hoffe nur nicht, dass es zu schnell geht. Denn Sie und Sophia, ihr habt euch eure eigene Hölle geschaffen. Ich hoffe, Sie brennen hier für die nächsten 100 Jahre. Lionel, ich möchte, dass du jetzt rauskommst. Ich kann nicht länger warten. Ich muss mit dir sprechen. Ich hatte dich gebeten zu gehen. Ich möchte mit dir reden. Sophia, ich werde sofort die Scheidung einleiten. Ich möchte so schnell wie möglich von dir frei sein. Ich weiß, das Verzeihen nie einer deiner Stärken war, Sissi. Und ich weiß, dass du mich jetzt hast. Aber du hast mich einmal geliebt. Ich versuche, das zu vergessen. Kein Mann hat je einer Frau so viel Liebe gezeigt wie du. Und ich weiß, dass du mich noch geliebt hast, auch nachdem ich dich verließ. Die Kinder haben mir erzählt, wie lange Zeit du gelitten hast. Ich war ein großer Narr, da hast du recht. Nein! Auch ich habe darunter gelitten. Weißt du eigentlich, dass du meine einzige große Liebe warst? Spürst du denn so etwas nicht? All deine Zärtlichkeit, deine Geduld... Ich will solche Komplimente von dir nicht hören, nicht jetzt! Kannst du denn nicht versuchen, deine Wut einfach zu vergessen, deine Enttäuschung und deinen Zorn? Dann würdest du mir glauben, was ich dir sage. Sissi, ich hätte jederzeit weglaufen können mit Lionel, wenn ich gewollt hätte. Ich wollte den Mann nicht. Ich wollte ihn nie. Ich wollte immer nur dich. Selbst zu der Zeit, als wir Probleme in unserer Ehe hatten, da wollte ich nur dich. Weil du ehrlich zu mir warst. Und weil du mich brauchtest und mich geliebt hast. Und diese Leidenschaft ist erneut in dir erwacht. Sissi, gib mir eine Chance, zurückzukommen. Ich will alles wieder gut machen. Gib mir eine Chance, das Unglück wieder gut zu machen. In den letzten Jahren habe ich viele Lektionen erhalten und die meisten davon waren sehr schmerzhaft. Aber es gab auch gute Dinge, die ich lernte. Und eins davon ist, dass es auf dieser Welt Vergebung gibt. Und Menschen bekommen eine zweite Chance. Ich flehe dich an. Nur noch eine letzte Chance. Bitte. Du bist unglaublich. Du kommst in dieses Haus zurück und erwartest Verzeihung. Du hast der Familie das ganze häusliche Glück genommen. Mir und auch den Kindern. Und du bittest um Verzeihung, weil dir das jetzt alles leid tut. Niemals! Ich werde niemals meine Meinung ändern. Was nützt Ihnen denn Ihr ganzer Reichtum und Ihr ganzer Besitz, Sissi? Die Tragödie Ihres Lebens ist ihre Bitterkeit. Ja, ihre Besessenheit. Ach, Rache. Ich meine, sie sind doch gar nicht fähig zur Liebe. Ja, sie sind unfähig, tief für einen anderen Menschen zu empfinden. Oh nein, das Einzige, was sie interessiert, sind ihre
Ölfelder. Ja, ihre Ölgeschäfte. Und wie sie die Leute beiseite schieben können, die mit ihnen konkurrieren. Oder sie enttäuschen oder sich ihnen gegenüber behaupten wollen. Sie sind wie, ich weiß auch nicht, wie ein kleiner Ersatzgott, nichts weiter. Aber für andere sind sie nichts als ein bedauernswerter Mann. Augusta! Ich will nicht, dass sie sterben. Nein, das will ich nicht. Ich will, dass sie leben. Weil ich sehen will, wie sie leiden und schließlich jeden Tag bereuen, den sie leben. Wissen Sie, ich bin hergekommen, um sie in Stücke zu reißen. Ihnen die Haut vom Leibe zu ziehen. Aber das wäre nicht gut für sie. Wissen Sie wieso? Weil irgendein törichter Narr Mitleid mit ihnen haben könnte. Und das will ich nicht. Nein, ich werde sie nicht noch einmal anfassen, Lionel. Ich lasse sie laufen. Weil ich denke, dass sie ihr Feuer verloren haben. Ihre Kraft. Aus ihnen ist ein leerer Mensch geworden. Einer der Gründe, warum sie Channings Tod so sehr schmerzte, war, weil es mehr ein... Naja, es war mehr ein Scheitern als eine Tragödie. Das ist es. Es war ein Scheitern, weil sie vorhatten, Channing zu einem internationalen Star zu machen. Ja, genau das ist es. Sie investierten alles in ihren Channing. Und als er dann tot war, wurden alle ihre Hoffnungen mit ihm begraben. Und all ihre anderen Kinder waren ihrer